Hallo, schau mal, wo ich hier bin. Es ist so, jetzt gerade Sonnenuntergangsstimmung. Es war ein wunderschöner Tag. Hier friert der See geradezu. Es ist ein riesiger See. Und es macht unglaubliche Geräusche. Und ich wollte hier ein Live-Video machen, eben zu dem Thema, weißt du denn, was du wirklich willst? Weil es ist für so viele Leute, ist es eigentlich der, obwohl es der Hauptpunkt ist oder obwohl es die wichtigste Ausgangslage ist, wenn du sagst, ich möchte was verändern, dass du wirklich auch sagen kannst, was will ich denn sonst haben? Was will ich haben in meinem Leben? Die meisten wissen ja so einfach, ja, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht. Und dann sagen sie, nee, das mag ich nicht. Ja, was magst du dann? Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist so oft der Fall, auch in meinen Coachings, dass wir die meiste Zeit erstmal damit verbringen, rauszufinden, was man wirklich will, was du wirklich willst. Und dazu braucht es ein paar extra Schritte dazwischen und die möchte ich dir mal sagen. Und zwar, um in diese Klarheit kommen zu können, was du wirklich möchtest, ist es ganz, ganz wichtig, dass du erstmal klar bist, dass du alles haben kannst, was du möchtest, und zwar ohne irgendeine Bedingung. Und das ist so, so schwer, weil wir werden ja aufgezogen in einer Gesellschaft, die immer sagt, wenn dann. Wenn du Ärztin werden möchtest, musst du das und das. Klar, wenn du irgendwie reich werden willst, dann musst du die und die Voraussetzungen erfüllen. Also es geht immer darum, dass wir Voraussetzungen erfüllen müssen, dass wir so aufgezogen worden sind, dass unser Gehirn auch so funktioniert, dass es immer sagt, ja, wenn ich das will, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden und erfülle ich diese Voraussetzungen und wenn ich die Voraussetzungen nicht erfülle, wie kann ich sie bestenfalls denn doch erfüllen? Und ich möchte mal sagen, was ist, wenn es gar nicht so funktioniert? Was ist denn, wenn du gar keine Voraussetzungen in dem Sinne erfüllen möchtest? Auch wenn ich sage, ja, okay, du möchtest Ärztin werden oder du möchtest Arzt werden. Klar brauchst du Numerus Clausus, brauchst du ein Studium, klar brauchst du eine Niederlassungsbewilligung. Aber ich würde dich dann fragen, warum möchtest du denn Ärztin werden? Das ist doch die wichtige Frage. Warum möchtest du etwas werden oder etwas haben? Diese Frage solltest du dir stellen, weil dann kommst du nämlich darauf, um was es wirklich geht, um was es dir wirklich geht. Und Ärztin möchte man vielleicht werden, weil man helfen, Menschen helfen möchte, oder weil man Menschen gesund machen möchte, weil man Leiden verringern möchte, weil man sehen möchte, wie das Leiden aus dieser Welt geht. Aus diesen Gründen möchte man zum Beispiel Arzt oder Ärztin werden. Aber dann, wenn du, sag ich mal, diese Voraussetzung, ist es der einzige Weg, dass du da deinen Beitrag leisten kannst, dass das Leiden verringert wird, ist es dass du Ärztin wirst, ist es der einzige Weg, den du dir vorstellen kannst, dass du Menschen helfen kannst, indem du Ärztin wirst. Möchtest du wirklich Ärztin werden? All diese Fragen, das lernt man als Kind hier nicht in unserer Gesellschaft. Ja, was möchtest du dann werden? Das wird man immer gefragt, oder? Und dann muss man irgendwie was sagen, einen Beruf nennen, von dem man gehört hat oder von dem man weiß, dass es den gibt. Und dann muss man, ja, okay, ich möchte das werden. Aber niemand fragt einen wirklich, woran es einem wirklich geht, was ist dir wichtig im Leben, wonach sehnst du dich, wozu möchtest du einen Beitrag leisten. Aber nachdem wir das als Kinder nicht beigebracht kriegten, heißt es noch lange nicht, dass wir uns diese Fragen nicht stellen sollten, sondern wir sollten uns diese Frage unbedingt stellen und nie uns die Frage stellen, ja, was muss ich machen, auch um zu reich zu werden oder was muss ich machen, um in Fülle zu leben, sondern wer muss ich sein? Wer muss ich sein? Wie muss ich die Welt sehen? Welche Möglichkeiten muss ich in der Welt sehen? Was muss ich denn glauben, nach welchen Regeln die Welt funktioniert? Oder? Und wenn du halt wirklich dieses klassische Denken beibehältst, dann wirst du in diesen klassischen Begrenzungen weiterleben.
Und in unserem modernen europäischen Kastensystem, wenn ich das mal so sagen darf, wirst du gefangen sein und wirst da nicht rauskommen. Aber es ist für jeden hundertprozentig absolut möglich, rauszukommen und seinen Traum zu leben, seinen Traumbeitrag zu leisten, seine Traumbeziehung zu haben, seinen Traumwohnort, sein Traumhaus zu haben. All das ist für jeden hier möglich. Und ich weiß, es wird von allen Seiten wird diese Nachricht kundgetan und das ist so wunderbar und es ist so wichtig. Du kannst alles, was du willst, aber es ist immer noch an Bedingungen gekoppelt. Du musst das machen oder du musst das machen und du musst hier eine Ausbildung machen, du musst das Marketing machen, du musst hier und das und immer wieder kriegst du Vorschläge gemacht, was du denn doch tun könntest auf Basis dessen, was du bis jetzt getan hast, auf Basis dessen, was du bis jetzt gelernt hast. Aber was ist, wenn du dein ganzes Leben lang eigentlich was getan hast, was du nicht wolltest, sondern nur etwas getan hast, was du gut konntest? Also ich zum Beispiel bin irgendwann mal in die Marktforschung reingeschlittert. Nach dem Studium gab es da ein Projekt im Bereich Marktforschung und dann bin ich reingeschlittert, habe mich dort gut ausgekannt, wurde immer besser und besser, wurde eine Spezialistin, wurde eine Expertin darin und ich hat es mich nie interessiert. Also irgendwie, es hat mich schon interessiert, aber es war nie so meine Herzensberufung. Es war nie eigentlich das, was ich wirklich machen wollte. Es war nie eigentlich das, aber gut, das habe ich halt gut gekonnt, darin war ich halt gut. Also habe ich gedacht, ja gut, ich muss in dem, wo ich gut bin, jetzt pass auf, der Gedanke, ich muss in dem ich gut bin, muss ich mein Geld verdienen. Und in dem, wo ich gut bin, das muss ich machen. Aber du hast dir nie überlegt, ob das wirklich deine Herzensberufung ist, ob es wirklich das ist, was dich glücklich macht. Und ich möchte dich anregen, dir zu überlegen, was macht dich wirklich glücklich. Und vielleicht kommen na ja, da Sachen in Sinn, die, ja, aber damit kann ich kein Geld verdienen, oder? Aber damit kann ich meine Kosten nicht decken, meine Lebenshaltungskosten, damit kann ich nicht überleben. Aber das ist auch nur ein Rückschluss. Und da will ich ganz kurz noch ein anderes wichtiges Thema anschneiden, und zwar diese Rückschlüsse, die wir immer machen. Wir analysieren etwas und daraus machen wir Rückschlüsse. Ich in meinem Betriebswirtschaftsstudium, hallo Ariane, bin natürlich auch darauf trainiert worden, Dinge zu analysieren und dann Maßnahmen abzuleiten und Rückschlüsse zu ziehen. Erst Rückschlüsse zu ziehen und dann Maßnahmen abzuleiten. Und diese Rückschlüsse, die haben immer im Bereich dessen, des Bekannten, des definierten oder begrenzten Bekannten stattgefunden, oder? Ich kann ja nur Rückschlüsse ziehen auf einer Basis dessen, was ich weiß, wenn ich mit meinem analytischen Verstand arbeite. Aber sobald ich ins Visionieren reingehe, sobald ich meine Vorstellungskraft schweifen lasse, und zwar auf Basis dessen, was ich denn gerne haben möchte, gesetzt den Fall, ich weiß, was ich gerne haben möchte, kann ich ganz andere Rückschlüsse ziehen. Und das ist so wahnsinnig. Das ist die Tür zum unendlichen Potenzial. Das ist die Tür zu einem Leben im unendlichen Potenzial, wenn du deine Rückschlüsse nicht mehr auf Basis des Bekannten und des Erlernten ziehst, sondern genau, ja, deine Rückschlüsse einfach so ziehst, wie du möchtest, dass es ist. Und dass du dir das traust und dass das dein Lebensphilosophie ist, dass es das ist, wie du lebst, dass du deine Rückschlüsse so ziehst, wie du es gerne haben möchtest, das kannst du nur tun, wenn du wirklich ganz sicher bist, dass du weißt, wer du bist, was du hier bist, was für ein Wesen du bist und nach was für Regeln eigentlich dieses Leben wirklich funktioniert. Und dein Innerstes, deine Seele, dein Überbewusstsein, das weißt du schon ganz, ganz lange. Weil was wir schon immer getan haben als Kinder, als wir eben noch nicht so im Bewussten leben konnten, weil wir ja noch gar nicht so viel wussten, ist, dass wir in unserer Fantasie gelebt haben. Wir haben unsere Fantasievorstellungen auf unser Unterbewusstsein drauf projiziert. Und diese Projektion hat unser Unterbewusstsein dann dorthin gebracht, aus dieser Projektion unser Leben zu kreieren.
und nach haben wir eben gelernt, uns an der Realität zurückzuspiegeln und unsere Rückschlüsse aus der Realität und aus logischen Zusammenhängen zu schließen. Und dann wurde es halt eingeschränkt, unser Leben. Dann wurde es beschränkt. Dann ist es eben ins Bekannte gekommen. Und jetzt dümpeln wir hier so im Bekannten rum. Und dieses spielerische, leichte, das uns wieder erlaubt, in diese großen Fantasien reinzugehen, in diese Märchenwelt, in der wir früher gelebt haben, dann kommen wir wieder dorthin, uns ein Märchenleben zu kreieren. Und das ist nicht das Einfachste, wenn man so viele Jahre nach anderen Regeln gelebt hat und seine Rückschlüsse aus Basis dessen gezogen hat, was man wusste und was die anderen gesagt haben und was die anderen wussten. Aber das ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich wieder beflügeln kann, ist, dass wir wieder dorthin gehen und uns unsere Herzen und unsere Freude öffnen für etwas Märchenhaftes, für etwas Traumhaftes. Und wir lernen im Märchenhaften, im Traumhaften zu leben und uns zu freuen, wie in einem Märchen. Und es ist für mich ganz, ganz ein wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr ein märchenhaftes Leben führen wollt, dann müsst ihr auch die Märchenfigur sein und euch erlauben, plötzlich und ohne jeden Grund, die Ariane schaut zu, da habe ich es im Coaching schon gesagt, euer Aschenputtel, eure Cinderella zu sein und euch als Cinderella zu fühlen und durchs Leben zu gehen und da ganz, ganz neue Sichtweisen, ein neugeborenes Leben anzufangen. Weil nur so können wir das Alte hinter uns lassen und vorwärts marschieren. Ja, das war's für heute an Inspirationen. Ich freue mich für alle, die mir hier zugehört haben. Wie gesagt, ich habe einige neue Coaching-Modalitäten, also insbesondere fürs Jahr 2020. Ich mache ein Mastermind, wo wir in der Gruppe... Upsi! Da kommt jemand. Und mein Hund muss bellen. Mastermind-Gruppe, halb privates Coaching und komplett privates Coaching. Diese drei Möglichkeiten hast du, mit mir zusammenzuarbeiten. Entweder für 3, 6 oder 9 Monate, wenn du wirklich was bewegen willst und sagst, ich bin bereit für den Turnaround, ich will es schnell haben, melde dich bei mir. Zusammen geht's einfacher. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.